Ja, moinsen zusammen und da sind wir zurück. Ja, PTR Watch, es geht weiter. Wir sind, jetzt muss ich mir schnell mal mein Headset richtig aufsetzen. Junge, Junge. Wir sind jetzt angekommen und ja, wir werden belagert hier vorne. Tarans Mühle sind wir nämlich jetzt. Und wir haben die erste Phase. Wir fliegen schnell hin, bevor wir euch, bevor ich auf das Lager zukomme. Es gibt auch nämlich geile Informationen. Wir machen die jetzt erstmal platt. Wir haben ja schon 51%. Na, Charge schon mal. Ja, fett, bam, Fresse. Aufbearbeit ist hier nicht erlaubt. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir hier nicht weggeschnetzelt werden, weil Interface und so. Interface nicht mein Interface. Und Konzentration ist hier ein bisschen angesagt. Die Gegner sind Stufe 100, natürlich, muss ja auch so sein. Boah, ey, da kommt der Papi, Alter. Boah, shit, Alter. Wir sehen, wir kriegen ein paar Schellen rein, aber das macht uns überhaupt nichts. Und... ja, von mir aus, ich brauche keinen Schaden kriegen, also das ist spitze, würde ich mal so sagen. So, Alter. Oh, wir müssen die ganze Zeit noch verwüsten ballern. Denn wir hatten unsere einzigen Attacken, wir haben ja keinen heldenhaften Stoß. Na los, komm. Charge! Donnerknall, alles reingeballert, was geht. Ja, wir haben keinen heldenhaften Stoß, wir haben keinen Klingelwirbel mehr. Nein, 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 das gibt es nicht. Und von daher sind unsere einzigen drei Attacken Verwüsten, Rache und Schildschlag. Das war's. Das war's, liebe Leute, liebe Krieger-Tanks. Womit wir halt wirklich mal so ein bisschen Schaden machen könnten. Wir haben natürlich auch den Nörnerknall, okay, gebe ich zu. Kann man auch ein bisschen was mitmachen. Und unseren Axtwurf. Bats, kurz mal in dein Gesicht. Junge, komm ran. Und ansonsten spielt sich der Krieger an sich, naja, wenn wir mal Schaden kriegen würden, könnte ich das mal ein bisschen austesten. Aber wahrscheinlich ist es auch unser Gear-Level ein bisschen zu hoch für dieses, ja, für diesen... Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie heißt es denn? Mann, Pre-Event. So, jetzt haben wir es. Wo sind wir jetzt bei 75%? Okay, wir rattern natürlich hier durch. Wir können hier welche befreien. Ihre Macht wächst, egal ob ihr für eure Götter, euren König oder Gold kämpft. Macht sie nieder. Ja, Sishi. Oh, ja, kommt mal ran hier. Wir haben ein paar Gegner mehr. Kein Problem für uns. Wir, jetzt kriegen wir endlich mal Schaden. Wir aktivieren mal ein paar Fähigkeiten. Das sieht doch mal nach ein bisschen Schaden aus. Jawohl. Los. Wir können mal ein bisschen was zünden. Betäuben mal alle. Haben wir ja immer noch. Nice, Alter. Oh. Hätte ich jetzt mal doch ein bisschen ein paar Add-ons drauf geballert hier, so ein Recount. Ey, das hätte ich jetzt gerne gewusst, wie viel Schaden wir an den Leuten machen. Aber wahrscheinlich werde ich euch nochmal mitnehmen auf eine HC-Instanz wahrscheinlich. Und bis dahin werde ich definitiv nochmal Recount oder SCADA 1 von beiden dann installieren, was uns dann halt weiterbringt, ein bisschen mal zu gucken, was der Tank-DD, wollte ich schon sagen, was der Tank so an Schaden rausbersten kann mit seinen kleinen Attacken. So, Phase 2. Den Dämonenkommandanten wird wahrscheinlich vernichten. Sehen wir das ja? Bezwingen. Wo ist er denn? Ist er das? Das bist du, ne? Junge, komm ran hier, mein Hübscher. Können wir unterbrechen? Ne, es sind ja zwei. Hallo? In meiner Beschreibung, in meiner Arbeitsbeschreibung steht hier eigentlich nur, dass ich einen besiegen soll. Junge, Alter, die hauen uns auf Maul, endlich. Krass, da können wir mal ein bisschen was austesten. Aber wir kriegen ordentlich, wir kriegen zu viel aufs Maul für, ja, für das Jahr alleine zu machen. Wir können uns ein bisschen gegenheilen, aber das war's, Alter, das verlieren wir. Nice, Alter, wir kriegen richtig die Schellen. Wir haben keine Heiler hier, wir machen gerade das Event alleine. Bisher sah es ziemlich gut aus, wir müssen mal ein bisschen mehr auf unsere... eigene Heilung achten. Haben wir noch irgendwie irgendeinen scheiß Pot? Nein, haben wir nicht. Verdammt, Alter. Geil. Endlich mal ein bisschen was aus dem Maul gekriegt. Okay. Wir haben ziemlich lange durchgehalten, finde ich jetzt persönlich. Und gucken nochmal schnell, ob wir irgendwelche Tränke noch dabei haben. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 da haben wir noch was. Komme ich jetzt wieder? Nee, ich muss ja... Schade, ich dachte, das wird jetzt hier so wie im PvP aktiviert. Oh, da haben wir doch einen. So, annehmen. Hier haben wir doch mehrere. Wieso heilt ihr mich nicht? Weil ich nicht in eurer Gruppe bin. Kann ich euch in eine Gruppe einladen? Wo ist es denn? Einladen. Ja, da ist er. Nice. Warte, das wollte ich noch aktivieren. So, und jetzt können wir noch ein bisschen Schaden machen. Ich habe hier noch einen
Schönes getrackt. Boy. Oh, da fällt er doch. Da fällt er. Also das heißt, Leute, kümmert euch um den Boss nicht ganz alleine. Außer ihr könnt ihn mit ein paar Hits wegballern. So, jetzt schießen wir wieder. War es das nicht? Ach. Alter, das... Du bist das. Scheiße, sammelt eure letzten Kräfte, fokussiert eure Angriffe sofort auf dieses üble Kreatur. Das machen wir. Wir geben uns Heilung, wir versuchen den... Hä? Wo bist du denn jetzt, wenn wir hingesprungen? Charge! Heilt uns auch der Kumpel? Ja, ne? Ich hoffe doch. Aber seht auch schön, wie unsere Heilung hier nochmal ein bisschen hochtickt. Bei den Leuten. So, mein Besser. Heilst du mich oder bin ich gleich tot? Nein, wir haben die dritte Phase erreicht. Die Schreikräfte der Legion zurückschlagen. Okay, werdet Zeuge, wie eure Welt vor euren Augen... Ah, nein, nein, nein. Bla, 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 vor euren Augen vom Feuer verschlungen wird. Wir können noch siegen. Rückt aus und befreit unser Land. Ja, wir rücken aus. Ich hoffe, unser... Und jetzt müssen wir hier das vernichten, oder was? Was ist das denn? WTF, Alter! Das ist das Raumschiff, ne? Scheiße. Scheiße. Okay, wo ist unser Kumpel? Unser Kumpel ist da hinten. Unser Paladin-Kumpel. Hey, mein Bester. Wollen wir los, mein Hübscher? Hm? Kommst du mit? Kommst du mit? Juhu. Jetzt. Komm. Oh, hier ist noch jemand. Können wir dich mit hinzufügen? Betrachten? Können wir nicht einladen? Wieso nicht? Bist wahrscheinlich schon in der Gruppe, ne? Ich verliere hier Leben. Okay. Gut, wir gehen weiter vor. Und bashen die ihn jetzt nieder. Ich habe jetzt leider nichts zum Futtern. Gibt es hier irgendwie was zum Kaufen? Nö, ne? Schiete. So, hier vorne sind auch welche. Können wir auch nicht einladen. Können wir dich einladen? Scheiße, die sind alle in der Gruppe. Würde ich auch gerne mit. So, 3% erst. Junge! Wird ein bisschen länger dauern. Ich nehme das mal als Tank hier. Ach, die haben ja ihr Bärchen, haben die ja mit. Ne? Dann heilen wir uns nebenbei mal. Und können halt dadurch ein bisschen, ja, wieder zu Atem kommen, sage ich mal so. So, Charge wollte ich. Wollte ich eigentlich, habe ich nicht gemacht. Aha, ich habe euch verarscht. Oh, da sollten wir raus. Definitiv. Wir können uns an sich, haben wir jetzt zwei Fähigkeiten, die wir die ganze Zeit machen können. Wir haben Siegesrausch und fokussierte Wut. Da ist ein Kristall. Lasst mich dahin. Was? Okay, wir machen das jetzt einmal ringsherum. Ich werde mal aus dieser Gruppe gehen. Wo ist es denn hier? Gruppe verlassen. Vielleicht können die mich ja impfen oder versuchen es schon die ganze Zeit. Warte, ich schreibe hier mal an. Flüstern, betrachten, erfolgen. Ey! Wieso kann ich den nicht flüstern? Trachtenerfolge? Ich kann ihn nicht anschreiben. Oh. Das ist aber schade. Jetzt bin ich mad. Na gut. Okay, haben wir noch irgendwas? Da oben ist doch noch was. Wir fliegen da mal hin. Wir gucken mal. Wir wollen ja auch mal alles sehen hier, ne? Wie das so alles sich aufbaut. Ein Grumlord. Charge. Mach ihn kaputt. Okay, der Atem, das sollten wir... Oh, macht der Schaden. Geil, Alter. Junge. Verarscht mich doch hier. Okay, komm. Das sollten wir auch raus. Bitte, 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 bitte. Wir müssen uns ein bisschen mehr bewegen, fällt mir gerade so auf. Und da... Oh. Haben wir noch was ready? Ja. Da raus bewegen. Nice. Das funktioniert schon mal. Wir können uns bewegen. So. Na, bekommen wir es hin? Da raus. Okay. Ja, sieht doch gar nicht mal so. Wow, wow, wow. Okay. Atem, raus hier. Nice. Schadensaktivierung. Also wir haben jetzt kritische Treffer. Das passt. Oh, 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 oh. Okay, langsam spielen wir uns ein bisschen ein, aber
Ich krieg schon ordentlich jetzt aufs Maul, endlich eigentlich. Also mir macht's Spaß, wenn ich mal ein bisschen austesten kann, wie unsere Fähigkeiten hier, ja, sagen wir mal so, wirken auf uns. Wir brauchen definitiv mal mehr Blut. Oh, was kriegen wir denn hier für Schellen? Oh, Gott sei Dank. Junge, jetzt sind wir gleich wieder tot. Oh. Schnell, 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 schnell. Bewegung, Bewegung. Ja, verdammt! Wir hatten ihn. Ah, okay, schade. Ja, man muss sich halt doch ein bisschen einspielen. Aber ansonsten, weil ich ja so oft auch Siegesrausch auf einmal habe, das bin ich gar nicht gewohnt. Ach, ich muss ja hinlaufen. Lol. Ich warte hier immer wie beim PvP, dass ich ja wiederbelebt werde. Jetzt muss ich da hochlaufen. Wieso kriege ich keinen Flugmount zum Hinfliegen? Schade. Okay. Nice, aber es ist schön zu sehen irgendwie. Man hat ja mehrere Möglichkeiten, wo man halt die Prozentsatz, den Prozentzahlen hoch macht. Man müsste, glaube ich, wahrscheinlich, wenn man als Gruppe agiert, eigentlich alles kaputt bashen wahrscheinlich, ne? Jetzt komme ich hier nicht hoch, ne? Oh, jetzt muss ich den langen Weg nehmen. Schade. Aber an sich können wir das irgendwie... Invasion im Gange? Okay, das ist... wird jetzt hier nicht großartig beschrieben, welcher Dämonenlord oder welcher Chef hier von der Legion dort agiert. Boah, muss ich echt so... Nee, ich muss doch nicht so latschen, Alter. Wie lange ist denn das jetzt her, dass ich hier mal hoch wollte? Fuck, ey. Oh, habe ich nicht gesagt. Sorry. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen scheiß einfachen Weg, oder? Ja, da sind wir. Da ist der Weg. Oh Gott, wie schlecht. Ihr habt das nicht gesehen, ne? Gut, gut. Guckt mal bitte weg. Okay, auf geht's. Sprint, Bolias, Sprint. So. Gleich sind wir da und dann gucken wir mal weiter. Wir müssen uns dann doch mal ein bisschen zurückhalten. Angewohnheit, dass ich da irgendwo überall reinspringe. Ja, ne? Ist man halt anders gewöhnt, ne? Schön dann einfach mal Klingenwirbel an und die Gegner, die oder die Mobs sind einfach down, 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 down. Gut. Wir rufen mal unsere Reparatur Mount. Ba, 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 ba. Wir haben ja genug Kohle hier. Das haben wir drin. Wir pushen uns mal ein bisschen. Hier. Buffut. Nein, oh nein. Nein, 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 nein. So. Danke. Wir buffen uns jetzt mal. Wir müssen ja ein bisschen... Wo ist es denn hin? Da ist es. Buffut reinballern und wir müssten eigentlich auch die unendliche Rune haben. Ah, das ist alles so ein... alles anders strukturiert hier. Da ist sie. So, Buffut ist drin. Rune aktivieren. Und ich würde sagen, wir fliegen mal zum einem anderen großen Punkt. Oh! Das hat sich ja erweitert. Das ganze Ding ist voll. WTF, Mann. Das war doch eben noch nicht, oder? Scheiße, wie geil sieht das denn aus, Mann. Jawohl, ey. Ohne Spaß. Das sieht richtig geil aus, Leute. Man fühlt sich richtig, ja, also das verloren teilweise. Guckt euch mal die Verderbnis hier an, die sich ausbreitet. Die sich über... unsere schöne Heimat verbreitet einfach. Wo sie wirklich nicht hingehört. Junge, kann ich dich jetzt impfen, Frozen? Du Gangster. Schade, nicht wirklich. Aber ansonsten... geht's uns... ja, geht. Ne? So kleine Gegner kriegen wir locker flockig weg. Das ist kein Problem, auch als Tank nicht. Und was haben wir noch? Ne, das passt eigentlich. Das sieht, guckt euch mal das an, wie das aussieht. Geil, oder? Boah. Habe ich sie jetzt angewählt? Jetzt sehe ich das nicht. Sollte ja wohl machbar sein. Charge. Meine Fresse, wie geil. Oh, ich bin voll gehypt. Okay, haben wir down. Auch 36%. Boah, das dauert aber lange.
können wir definitiv sagen, dass das hier wieder zwei Folgen werden, die wir uns gönnen können. Ehrlich, wir kriegen... das sind ja wirklich nur diese Boss-Fights, wo wir wirklich mal ein paar Schellen kriegen. Ansonsten ist das eigentlich easy going hier. Das ist schön. Das ist eine gute Abwechslung, dass man nicht die ganze Zeit hier durchrusht. Wie sonst was halt, ne? Wie ein 100er in ECC. So, mein Bester. Komm mal her, ja. Lass mal kuscheln. Boah, die Modelle sehen aber auch geil aus, oder? Mit der Augenklappe. Da geht's sogar rein. Geil. Ah, die droppen nichts, ne? Doch. Ich will da auch rein. Ich will die auch kaputt machen. Oh, das ist eine Elite. Charge. Kicken. Unterbrochen. Nice. Läuft noch. Bam. Ach was, wir haben es zerstört. Wie geil ist das denn, Mann? Alter, nice, oder? Wir haben die Verderbnis zurückgeschlagen. Geil. WTF, Mann, ist das geil. Könnte ich den ganzen Tag machen. Nice. Da will ich zum nächsten. Ich will das nächste auch kaputt machen. Geil, Leute. Oh, 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 oh. Den sollten wir nicht alleine machen. Sieht auch schon wieder anders aus, ne? Boah. Kommen da etwa die dicken Viecher raus? Geil. Da müssen wir definitiv den hier kaputt machen. Boah, unser nicht vorhandener Damage prasselt auf den Stein ein. Nice. Komm, Avatar gezündet. Hau mal rein, mein Bester. Ja, wir haben wirklich nichts mehr. Wir haben keine Attacken. Ich guck mal schnell, ob wir heldenhafter Stoß wieder bekommen haben, aber es sieht nicht so aus. Nö, nö. Das war's wirklich so. Wir sind echt, ja, beschnitten worden, sage ich mal so, in unseren Fähigkeiten oder in dem Verlauf unserer Fähigkeiten zu nutzen. Haben wir drei Fähigkeiten und zwei, die uns heilen. Das war's. Und dann noch ein paar passive Fähigkeiten. Ja, gut. Kann man machen, muss man nicht. Aber gut. Es lässt sich trotzdem flüssig spielen, das muss ich ehrlich zugeben. Wir haben... Ja gut, was heißt flüssig spielen, ne? Wir müssen verwüsten drücken die ganze Zeit, um halt unsere Procs zu kriegen für Schildschlag. Und wir müssen geschlagen werden, damit wir die Procs kriegen für Rache. Ne? Also so ist es ja schon wie vorher gewesen, aber wir haben keinen Katalysator, um unsere Wut zu verbrauchen. Außer wir kriegen mal ein paar Schellen. Das nächste Kapotto. Oh, wir hätten das auch mit Kapotto machen sollen. Hätte der Name zu unserem... hätte ein Statement gegeben, auf jeden Fall. So. Na, 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 na. Bam, Junge. Oh, geil. Sieht gut aus, ne? So, wir nutzen einfach mal... Oh. Wie viel verbrauchst du? 20 bis 60 Wut, okay. Das kennen wir ja. Und Schildbarriere. Schildblock 10 Wut. Das waren 60 Wut. Schildblock hat nur noch 10 Wut, Leute. Also kostet nur noch 10 Wut. Geil. Das können wir ja die ganze Zeit durchspammen. Nice, das sollten wir definitiv mal im Auge behalten. So, machen wir hier den Dicken. Auf jeden Fall geht da einer ran. Den lasse ich nicht alleine. Da chargen wir mal mit rein. Okay, neue Fähigkeiten. Geil. Okay, so muss das sein. Na, 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 na. Du bleibst jetzt mal bei mir. Wir haben hier mal gespottet. Das sollte soweit passen. Da gehe ich mal weg. Nice, jawohl. Alles richtig gemacht. Wow. So, oh, Rache haben wir wieder ready. Und Schildblock. Bam. Wir müssen eigentlich die ganze Zeit... Ja, Schildblock müssen wir natürlich auch aufpassen.
Weil wir haben ja nur zwei Aufladungen. Das. Ah, jetzt habe ich nicht auf. Ja, da. Scheiße, scheiße, scheiße. Da habe ich zu lange auf meine Fähigkeiten geachtet. Schade. Okay, aber down. Nice, Mann. Wir befreien hier wirklich das ganze Lager wieder. So, Charge. Erstmal ein bisschen Lehm wieder raufballern. So, Schildblock aktivieren. Ja. Sollte. Aber nicht, es geht leider nicht auf, die Ablaufzeit, ne? Da 5 Sekunden, 6 Sekunden da. Und bis dahin wäre die nächste Aufladung. Also man könnte es die ganze Zeit irgendwie ein bisschen überbrücken mit Schildblock, definitiv. Kriegen wir ihn down, mein Bester? Was meinst du? Okay, komm, wir versuchen es. Oh, da habe ich zu früh was gedrückt. So. Schildblock, bam. Boah. Boah, scheiße, das war zu spät, ne? Verdammt, Alter, verdammt, was macht... Was gibt ihr mir Schellen? Oh, 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 oh. Muss ich doch mal auf der Hut sein. Du machst jetzt aber gerade gar nichts, das... macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Da ist es auch was. Okay, das war nicht für uns. Auch nicht schlecht. Na, na. Boah, ich hab echt Panik, dass hier jetzt irgendwas... Heft, da ist es doch. Und wir kommen nicht raus. Nein. Down. Gut, wir sollten definitiv was futtern. Wir haben aber auch nur unser fettes, teures Buff-Food, aber das ist eigentlich scheißegal, oder? Ich finde schon wieder nicht. Wo ist es denn hin? Da ist es, so. Das gibt uns ja gar nichts mehr. WTF, Alter. Ein bisschen geht's ja hoch. So. Gut. Weiter geht's. 71% haben wir schon. Nice, Leute. Wir kommen schon voran, würde ich mal so sagen. So nach und nach. Wo können wir jetzt noch hin? Wir gehen da unten hin. Da. Den Turm wieder. Alter, mit dem Strahl nach oben. Nice, Mann. Mit den Portalen und die grüne Void Zone da vorne. Heftig. Richtig geil gemacht. Und das ist einer, den sollten wir nicht alleine besiegen. Das machen wir schön. Ohne, nicht alleine. Boah. Ey. Das habe ich auch. Bam, ich kann euch auch betäuben. Habe ich kein Problem mit. So. Hey, wir hatten das weggemacht. Oh, ohne mich, Mann. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Oh, geil. Die Kometen. Bam, bam. In your face. Nice, Mann. Okay, hier sind auch noch kleine. Die kleinen Dinger, die kriegen wir ja alleine hin. Dort wird schon drinnen der zerstört. Der sollte das auch wieder zerbrechen, ne? Hier drinnen. Seht ihr das mit dem Mausseiler? Wir töten jetzt erstmal hier die Wache noch. Bam! Weg ist es. Alter, ich finde das saugeil. Dass man die Gebiete wirklich befreit. Dass es einfach nicht mehr da ist dann. Charge! Los, komm! Also, ja, manchmal bin ich auch einfach nur sprachlos und genieße es einfach, ein bisschen auf die Mobs zu ballern und ein bisschen umzugucken, wie, ja, wie das alles aussieht hier, ne? Also, auch wenn ihr es vielleicht schon öfters gesehen habe oder so. Ich sehe es halt zum ersten Mal. Ich mache es halt zum ersten Mal mit euch. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, was danach passiert, wie das alles reagiert und so eine Scheiße. Deswegen, ich finde es einfach mega geil gemacht. Natürlich beim 5. oder 6. Mal mit dem x-ten Twink hätte ich ja wahrscheinlich auch gar keinen Bock mehr dazu. Aber so gefällt mir das richtig gut. Jetzt haben wir nur noch zwei Sachen. Ich glaube, wir fliegen mal zum Dicken hier.
Zum dicken Boss. Aha. Der Boss, ja.